Mahavishnu. Mahavishnu heißt der große Vishnu. Vishnu, ein Aspekt des Göttlichen. Im Vedanta ist Vishnu ein Teil der Trinität. Brahma, Vishnu und Shiva. Brahma der Schöpfer, Vishnu der Erhalter, Shiva der Zerstörer. Im Vaishnavismus ist Vishnu der wichtigste aller Götter. Und natürlich, wann immer man einen der Aspekte Gottes verehrt, dann wird man ihn lobpreisen. Und so sagt man durchaus auch Lakshmi und Mahalakshmi. Man sagt Devi und Mahadevi. Man sagt Shakti und Mahashakti. Und so sagt man auch Vishnu und Mahavishnu. Es gibt auch verschiedene Tempel, die Mahavishnu gewidmet sind. Interessanterweise, man sagt nicht Mahashiva, man sagt auch nicht Mahabrahma, man sagt auch nicht Maharama und Mahakrishna, aber man sagt Mahavishnu, Mahalakshmi, Mahadevi. Also, manches sagt man einfach und manches nicht so. In jedem Fall also Mahavishnu, o großartiger Vishnu. Es drückt eine tiefe Demut und Ehrerbietung an. Man wendet sich an den großartigen Vishnu und sagt deshalb, o Mahavishnu, o großartiger Vishnu. Mehr Informationen über Vishnu findest du auch auf unseren Internetseiten. Gehe auf www.yoga-vidya.de. Gib oben ins Suchfeld ein Vishnu und so findest du eine Menge Informationen über Vishnu, einige Bilder von Vishnu, einige Mythen und mythologischen Geschichten, Vishnu Kirtans, Mantra singen und so weiter. Also sehr viel, um dein Herz zu öffnen und Vishnu zu erfahren oder mehr über Vishnu zu erfahren.